Gas Elektroniker Center, quick and dirty in Zeiten des Corona. Museum ist relativ leer, wie man sieht. Einiges an Technik ist natürlich noch unterwegs. Ich werde mal kurz vorbildlich natürlich die Hände desinfizieren. Und dann zeige ich euch gleich eins von meinen absoluten Lieblingen, die man daheim sich anschauen kann, wenn man sich das Programm herunterlädt. Wir sind da in der Hauptausstellungsfläche. Und eins von den Sachen, die ich gern sage, ist, dass Eissorten unterschiedlich sind. Also auch bei dem Geschmack sage ich zum Beispiel, mag Pistazieneis, mag gar nicht jeder. Schauen wir mal, ob euch diese Installation gefällt. Nennt sich Gaugan und es ist ein Bildschirm. Jetzt haben wir ein Bild. Und wenn ich auf der linken Seite was zeichne, dann wird auf der rechten Seite daraus ein Landschaft das Bild generiert, das Ganze in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, wobei ich persönlich empfehle, das Wort Intelligenz wieder zu streichen, weil sonst hat man vielleicht falsche Erwartungen, wie die Programme wären intelligent, sind so vielleicht gar nicht, wie man das glaubt. Komplexe Wahrscheinlichkeitsmaschinen wäre so meine Alternative. Und bei diesem Programm gibt es einen lustigen Bug, finde ich zumindest, dass der lustig ist. Bug kennt sie vielleicht. Das ist ein englisches Wort für Käfer und Computermenschen und Menschen, die sagen halt bei einem Programm, ui, das Programm hat einen Bug, den müssen wir fixen. Und da meinen sie, dass da irgendein Fehler ist, den sie richten wollen. Und viele wissen aber nicht, ihr wahrscheinlich schon, dass das ja darauf beruht, dass früher die Computer so groß waren, dass es sein kann, dass ein echter Käfer hineinkrabbelt. Und wenn der dann einen Fehler erzeugt hat, dann hat sich das irgendwann in die Sprache übertragen und deswegen sagt man heutzutage manchmal nur, ui, das Programm hat einen Bug. Nur um zu sagen, dass manchmal er aus der alltäglichen Sprache, was in einen Sprachgebrauch kommt, der dann vielleicht irgendwann überholt wirkt. Ja, soweit dazu. Jetzt werde ich schauen, ob ich das technisch irgendwie hinkriege, dass ich euch das sagen kann. Tag 4. Ja, ich konnte dort die Kamera wechseln, das mache ich gleich mal. So, jetzt habe ich mir das einigermaßen gerichtet. Ich zeige euch ganz kurz am Bildschirm, wie das grundlegend gedacht ist, dass man da sagt, den Computer, lieber Computer, bitte alles, was ich da, sagen wir mal, ein Grünzeichen, mach's bitte Wiesen, also vollfüllen auf der Wiese und dann hätten wir im Hintergrund gern vielleicht noch ein paar Mountains, Mountains, Mountains oder so, alles was in Grau wären dann Mountains, nicht? So, und dann möchte ich vielleicht noch ein River, River, River und dann mache ich ihm da so ein Dings und dann. Das wäre so die Basisidee dahinter, dass aus dem, was ich zeichnet, eine Landschaft generiert wird aufgrund von Basis von einer Datenbank. Ich wollte aber zurückkommen zu dem Bug, der da in dem Programm verbaut ist, oder nicht verbaut, sondern der eben zufällig kann man vielleicht auch nicht, der entsteht, wenn ich Folgendes mache. Und zwar, wenn ich ein Skytree zeichnet, und das war nie so post, dass irgendwer ein Skytree zeichnet, und wenn ich dann auf dem Skytree drauf, Water, 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 Water auf dem Skytree, dann fängt es da ein bisschen so grün zum Leuchten an. Und das erzeugt was, was in Realität passieren kann, weil nämlich die geladene Partikelstrahlung der Sonnenwinde mit dem Erdmagnetfeld reagiert. Dann fängt der Himmel zum Leuchten an, kennt man vielleicht so Wetterphänomene Nord- und Südlichter. Und das finde ich, zack, ganz schön, dass manchmal durch einen vermeintlichen Fehler auch was Magisches entstehen kann.